So, hi und hallo mal wieder. Heute teste ich mal meinen sogenannten Grillspieß aus, ob der wirklich was bringt. Und was habe ich heute genommen? Was ganz Einfaches ist, den Klassiker. Das Hähnchen. 1,8 Kilo schwer, ganz normal gewürzt, Pfeffer, Salz, Hähnchengewürz. Vor dem ein bisschen mit Olivenöl eingestrichen, ein Pinsel, weil die Schale drunter gestellt, jedes Mal, wenn es abtropft, schön einpinseln. Von innen habe ich Zwiebelnstücke genommen und, sag ich mal, zerstoßte Knoblauchzehen, dass es von innen auch noch schön aromatisch ist. Und jetzt werden wir das Hähnchen mal auf Reisen schicken. Und ich werde euch natürlich immer wieder Zwischenberichte machen, wie lange so ein Hähnchen, 1,8 Kilo Hähnchen, braucht. Also sage ich jetzt mal, bis später. So, die ersten 15 Minuten sind jetzt um. Da schauen wir jetzt mal rein. Er dreht sich schön. Jetzt nehmen wir den Sud natürlich. Und pinseln es wieder schön glänzend ein. Wie ihr seht, hat er schon eine schöne Farbe bekommen. Jetzt warten wir noch mal 15 Minuten ab. Also bis gleich. So, jetzt sind circa 40 Minuten vergangen. Ich weiß nicht, ob ihr schon hört, wie das Fett brutzelt und spritzt. Und wenn ihr das riechen konntet, lecker. Und wie ihr seht, habe ich rechts daneben ein paar Kartoffelecken noch hingetan, weil nur von Hähnchen kann man nicht satt werden. Aber das will ich eine schön goldbraune Farbe. Lassen wir es noch mal ein paar, noch eine Viertelstunde drauf. Also sage ich mal, bis gleich. So, jetzt dreht sich das Hähnchen schon anderthalb Stunden. Jetzt schauen wir uns natürlich mal richtig an. Ich nehme natürlich die dickste Stelle, schneide rein, es ist perfekt. Herrlich zart, wie das Saft da rauskommt. Jetzt werde ich das erstmal teilen und euch das ganze Ergebnis natürlich dann präsentieren. So, und das ist nun das einfach und schnell zubereitet Hähnchen mit Kartoffelecken auf einen sogenannten Grillspieß oder Drehspieß. Und wie ihr seht, das Fleisch ist einfach nur perfekt und fällt auseinander. Und sage deswegen, guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen und sage wie immer, bis demnächst, guckt hin. Und schaut zu.